begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Otto Heinek Angelwettbewerb. 14 Mannschaften nahmen dieses Jahr in Pogány teil. Leckeres Essen, gute Laune. Festival der schwäbischen Speisen in Kaiserdamm. 1948 ohne Gepäck. Einzigartiges Konzerterlebnis, Urban Akkordeon Orchestra. Auch in diesem Jahr wurden unternehmungslustige Angler in Pogány zum 21. Otto Heinek Angelwettbewerb willkommen. Die Veranstaltung fand bei gutem Wetter statt und es waren viele schöne Ergebnisse erzielt. Das Programm endete mit einem gemeinsamen Mittagessen. Auch in diesem Jahr wurde das traditionelle Angelturnier in Pogány nicht ausgelassen. Es ist die 11. Auflage der Veranstaltung, die seit 6 Jahren im Gedenken an Otto Heinek, die ehemalige Präsidentin des LDU, stattfindet. Ja, also das ist der 6. Heinek-Otto oder Otto-Heinek-Angelwettbewerb. Früher war das ein deutscher Nationalitäten-Angelwettbewerb, aber der Name von Otto Heinek wurde dann angenommen und seitdem wurde die Veranstaltung schon zum 6. Mal hier wahrgenommen. Es sind heute 14 Teams erschienen. Normalerweise bekommen den Aufruf Nationalitäten-Selbstverwaltungen. Die meisten Teams stammen ja von den Nationalitäten-Selbstverwaltungen. Und da gibt es dann noch das Team von Valeria Koch Bildungszentrum und vom Verein für ungarndeutsche Kinder. Ich denke, so viel. Der Wettbewerb ist nicht nur für Interessenten aus den umliegenden Gemeinden offen. Igazából Birkenstock Zoltán képviselőtársam, aki nagyon szeret horgászni, és ő találta ki annak idején azt, hogy csináljunk egy ilyen versenysorozatot. Nagyon szép számmal jönnek mindig a résztvevők, nem csak a környékből, volt már Budakesziről is vendégcsapatunk. Die teilnehmenden Angler werden sich am frühen Morgen rund den Markt aufstellen und das Turnier dauert bis zum Mittag. Nach der Preisverleihung gibt es ein gemeinsames Mittagessen für die Teilnehmer. Elmennek a német férfiak horgászni. Kifogják a halakat, amiből készül a halászlé, amit a verseny után itt a vendégek elfogyasztanak. Ugye reggel 6-kor találkozunk, akkor sorsolás van, hogy ki melyik helyet foglalja el. Elkezdődik a verseny, mérlegelés, és aki a legtöbb halat fogta, ő győz. Illetve van egy legnagyobb halat fogó díjunk is. Az első 3 díjazott kupát kap, illetve van egy vándorserlegünk, és a legnagyobb halatfogó is kap egy kupát. Zoltán Birkenstock, der Organisator der Veranstaltung, wurde von den Ergebnissen und der professionellen Seite des Wettbewerbs befragt. Csapatonként 3 horgász horgászhat, horgászonként 1 bottal, 1 horoggal, tetszés szerinti módszerrel horgászhatnak. A verseny az úgy szokott kezdődni, hogy reggel 6-kor találkozunk, kisorsoljuk a helyeket, elfoglalják a helyet, 3-7-kor lehet etetni, 7-kor lehet elkezdeni a horgászatot, és 11:30-ig tartott a verseny. A minden kifogott halnak a súlya számított a versenyben. Nagyon jó eredmények születtek, a 14 csapat összesen 116 kg és 45 dekát fogott. Az első helyezett Koch Valéria iskola központ volt, 48,86 kg-mal, ők fogták a legnagyobb halat is. 20 kg 50 deka, illetve a második legnagyobb halat is, az 17 kg 90 deka volt. Második helyezett Görcsöny lett 23,03 kg-mal, ők egy 14 kg 80 dekás halat fogtak. A harmadik helyezett pedig Magyar Szék lett 19 kg 84 dekával, ők is fogtak egy 10 kg felőtti halat. Angeln ist nicht nur bei den Ungarndeutschen beliebt und deshalb findet sich bei schönem Wetter immer wieder Angler am Teich an. Das Otto Heinek Gedächtnisturnier ist eine gute Gelegenheit, Menschen in einem gemeinsamen Sport und Hobby zusammenzubringen, zusätzlich zu den ungarndeutschen Traditionen. Szerettünk volna olyan programot találni,
amit nagyon sokan szeretnek, nagyon sokan űznek, és igazából ez a horgászat, ugye adott a tavunk, úgyhogy számunkra ez volt az elsődleges, hogy ennek az adottságait kihasználjuk. És horgászni meg nagyon sokan szeretnek, a németek közül is, úgyhogy így született meg ez az ötlet. Otto emlékének pedig hát kérdés nélkül állítottunk emléket, mert ő azért nagyon sokat tett a magyarországi németekért. Die 14 Mannschaften beendeten den Tag mit einem gemeinsamen Fischsuppenessen. Zum vierten Mal fand das Festival der Schwäbischen Speisen in Kaiserdamm statt. Die Veranstaltung bot nicht nur die Möglichkeit, Speisen und Getränke zu probieren, sondern auch ein buntes kulturelles Programm an. Eröffnet wurde das Programm mit einer Ansprache der Bürgermeisterin Judith Takácsné-Stolter. Die Ortsvorsteherin sagte, sie freue sich, dass sie auf diese Weise Traditionen weitergeben könne und wünschte allen eine gute Unterhaltung. Nagyon örülök annak is, hogy megismertethetjük így módon a sváb ételeket, ezeket a nem túl bonyolult, de nagyon ízletes és nagyon finom ételeket. Az idő szép, körbejártam a hangulat remek, én mindenkinek azt kívánom, hogy érezzék jól magukat, kóstoljanak sok ételt, beszélgessenek ismerősökkel, és legyen egy szép napunk a mai. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Nach der Rede der Bürgermeisterin begrüßte Gábor Bányai Parlamentsabgeordneter das Publikum und berichtete über die Grundgedanken des Festivals. Negyedik alkalommal jönnek össze a sváb ételek magyarországi barátai, a sváb településeink, akik bemutatják, hogy mit hoztak az óhazából a mai hazába, hogy alkottak új ételeket már itt az elmúlt 200-300 esztendőben, és ennek mi szeretnénk ma szemtanúi és kóstolói lenni. Nach den Begrüßungsworten wurden den Gästen aus den eingeladenen Gemeinden Geschenke überreicht, mit denen die Freude ausgedrückt wurde, dass so viele der Einladung gefolgt waren. Nach der Übergabe der Geschenke überreichten Csaba Koch, Vorsitzender des Weinbaugebiets Hajósbaja, und László Lakner, Vorsitzender der Berggemeinde Ráczpeter, die Urkunden der Goldmedaillengewinner des Weinwettbewerbs des Weinbaugebiets Hajósbaja 2024, der am 17. April 2024 in Ráczpeter aus dem Weingut Lakner stattfand, sowie den Siegerpokal für den besten Weiß-, Rosé- und Rotwein des Weinbaugebiets Hajósbaja. Akkor a Szemerei pincétől szólítanám Szemere Istvánt, aki a Flóra rozéjával 2023-ból arany, fehér küvé arany és a Nektár 23-as borával szintén aranyérmet szerzett, és emellett elnyerte a Borvidék legjobb fehér bora címe, melyet megkapja a Vándorserleget. An dem Festival nahmen 16 Gemeinden teil, die ihre Spezialitäten anbieten, darunter Gereslach, Vecsés, Hajós, Rácalmás und sogar Budapest. Die Verkostung dauerte von 10 bis 16 Uhr. Das Kulturprogramm begann um 11 Uhr, wobei insgesamt 12 traditionelle Gruppen das Niveau des Festes anhoben. Von den Jüngsten bis zu den Ältesten konnten alle ihr Können auf der Bühne zeigen. Zu den Gesangs- und Tanzdarbietungen gestellten sich Bands. Jetzt kommt der zweite Auftakt, der zergeht Berzeler Tänzer, und dann kommt auch ihr Chor. Sie haben sich wirklich mit einer breiten Palette vorbereitet auf den heutigen Tag. Neben den ungarischen Gruppen hatte auch die kroatische Nationalität die Gelegenheit, ihr Können zu präsentieren. Während des Festes gab es für jeden etwas zu tun, denn die Organisatoren boten Gesichtsmalerei für Kinder und einen Handwerkemarkt an.
Nach dem bunten Kulturprogramm wurde der Tanzabend von Zoltán Kiss geleitet. Der Tag wurde mit einem töltési borgatlan und einer tollen Disco-Atmosphäre abgeschlossen. Die Organisatoren freuten sich, dass sie in diesem Jahr eine große Anzahl von Gästen auf dem Fest begrüßen konnten. Die Esskultur und die Speisen sind ein wichtiger Teil der Traditionen und man will diese Veranstaltung auch in den kommenden Jahren durchführen. Die Premiere der Deutschen Bühne Ungarn fand an mehreren Orten in Szekszárd statt, sodass das Publikum sich mitten in der Aufführung fand. 1948, irgendwo in einem Dorf in Südungarn, zwischen verheißungsvoller Zukunft und faschistischer Vergangenheit. Ungarndeutsche wurden vertrieben und kommen vereinzelt zurück. Neusiedler sind bereits im Dorf. Fremde wohnen im Haus der Heimkehrer. Wohin verschwindet die Heimat? Wo sind die Männer der Frauen? Familien sind zerrissen, vereinzelte Personen, die den Krieg überlebt haben, sind nun auf der Suche nach einem neuen Leben in einer sich gänzlich neu bildenden Gesellschaft. Ein sehr spannendes Stück, das wir selbst entwickelt haben, beziehungsweise der Regisseur Clemens Bechtel und der Dramaturg Franz Huber haben das gemeinsam geschrieben, anhand von Recherchearbeiten und Erzählungen von Zeitzeugen. Wir geben einen Überblick vom Jahr 1948, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem die Ungarndeutschen vertrieben worden sind. Und wir gehen in ein Dorf in Südungarn, irgendein Dorf, und da zeigen wir das Leben von Leuten, die nicht vertrieben worden sind von Ungarn, von solchen Ungarn, die aus der Slowakei nach Ungarn umgesiedelt worden sind. Und es gibt auch eine Roma-Figur in der Geschichte. Es ist eine sehr spannende Zeit in der Geschichte, nicht nur in Ungarn, sondern in ganz Europa eigentlich. Alle Familien haben Traumata wegen des Krieges. Und in Ungarn speziell, es ist der Anbruch der Sozialismus, der Kommunismus, und die ganze Gesellschaft wird umstrukturiert quasi. Und diese Wandlung möchten wir zeigen, wie die einzelnen Menschen während dieser Zeit womöglich gelebt haben oder was ihre Sorgen waren, wie war ihr Alltag. Die einzelnen Figuren untereinander sprechen schon Themen an. Ungerechte Geschehnisse aus verschiedenen Perspektiven, aber natürlich in der Öffentlichkeit haben sie das damals auch nicht getan, aber untereinander. Und auch untereinander gibt es verschiedene Blickwinkel und verschiedene Traurigkeiten. Und es ist tatsächlich, das Stück ist sehr spannend, deswegen ist es fast wie ein Krimi. Und diese bedrückende Atmosphäre der damaligen Zeit, wie wir das denken, dass es war, wiedergibt das Stück auch, finde ich. Heute ist die Premiere. Das ist die Premiere. Also wir hatten schon mal ein ähnliches Stück, also das heißt Schweres Gepäck, das wir vor zwei Jahren auf die Bühne brachten. Das war auch ein historisches, dokumentarisches Stück. Und das Interessante auch an dieser Vorstellung und auch der damaligen ist es, dass wir nicht nur auf der Bühne spielen, im Theater, sondern rausgehen auf die Straße, auch in anderen Spielorten. Jetzt in zwei verschiedenen Gebäuden werden wir noch spielen. Und die Zuschauer, die folgen uns mit Kopfhörern, mit Silent Disco Kopfhörern. Und da geht der Ton ungefähr in der Hälfte der Vorstellung. Und manche Szenen sprechen wir live. Also das ist fast so, glaube ich, als würde man einen Film sehen, live. Der Titel ist 1948. Ohne Gepäck. Und
Das Wort Gepäck ist deswegen wichtig, weil wir auch unser erstes Stück in der Art haben als schweres Gepäck benannt. Das bezieht sich auf die Bündel, mit denen die Donau, also die Ungarn-Deutschen, weggehen mussten. Oder auch mit den Bündeln, mit denen die damals gekommen sind, vor 300 Jahren. Und die nach der Vertreibung zurückgekehrt sind, die sind ohne Gepäck gekommen. Oder die Leute, die nach dem Krieg in Gefangenschaft waren und dann aus den Lagern zurückkehrten, die sind auch ohne Gepäck wieder angekommen. Und deshalb der Teil ohne Gepäck und das Jahr ist einfach, weil das tatsächlich aus dem Jahr ein Fazit oder ein Auszug ist. Unser Plan ist, dass wir ab Mitte Oktober das auch auf Ungarisch anbieten können, also zumindest den Teil, was im Kopfhörer läuft, dass die Zuschauer dann die Sprache auswählen dürfen. Etwas Besonderes an diesem Abend, das sieht man ja hier, wo wir gerade stehen, dass wir nicht nur im Theater spielen, sondern dass wir versuchen, im Theater, aber auch an anderen Spielorten die Szenen zu zeigen, die wir erarbeitet haben. Da gab es zwei Ereignisse, die eigentlich relevant für mich waren. Das eine war bei der Eröffnung eines Denkmals für die Vertriebenen, wo die Vorsitzende des Landesverbandes, ich weiß nicht wer, gesagt hat, man dürfe nicht vergessen, die Situation von den Donauschwaben, die in Ungarn geblieben sind. Und in der Geschichtsschreibung komischerweise ja kaum eine Rolle spielen. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Und das andere war ein Gespräch mit einer Museumsdirektorin aus Budaörs, die mir von ihrem Großvater erzählte, der vertrieben wurde und der aber in eine ungarische Frau verliebt war und der nach wenigen Monaten in Deutschland seine Sachen gepackt hat und wie so viele andere illegal zurück über die Grenze ist und dann sehr lange in Ungarn, aber unter sehr schweren Bedingungen gelebt hat. Also wir waren sehr reicher Hof und hat sich dann lange als Tankwart an der Tankstelle verdingt. So. Und diese beiden Ereignisse fand ich sehr spannend und gerade nachdem wir uns zuerst mit der Vertreibung auseinandergesetzt haben, hatte ich das Gefühl, dass es wichtig ist, historisch auch auf dieses Thema einzugehen, eben weil es so unterbelichtet ist. Weil man spricht immer von der Vertreibung oder sehr viel von der Vertreibung, aber über was es bedeutet hat, für Donauschwaben hier zu sein, ihre Kultur ablegen zu müssen oder ihre Namen zu ändern, die Sprache nicht mehr sprechen zu können und. Das ist eigenartigerweise zumindest in Deutschland kein Gesprächsthema. Finde es aber auch interessant aus einem anderen Grund, also jenseits der historischen Ebene, fragt dieser Abend schon ein bisschen nach dem, was Heimat ist auf der einen Seite und was nationale Identität bedeutet. Und das finde ich ist jenseits der historischen Ereignisse auch heute relevant, auch politisch relevant. Ein einzigartiges Konzerterlebnis konnten die Interessenten genießen, die die Aufführung des Urban Akkordeon Orchestra aus Deutschland besuchten. Am musikalischen Nachmittag in Ratswetter konnten viele Besucher begrüßt werden. Brigitte Rieger, die Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltung in Ratspeter, sprach mit unserem Team über das Programm. Egy Németországból, Lipcséből érkező harmonika együttes jár nálunk itt a településen Újpetrén, és hát ez egy nagy megtiszteltetés itt a környéknek is, és nekünk is. És azért mondom így, hogy a környéknek, mert 8 település állt azért össze, hogy ez a mai este létrejöhessen. Egy lehetőség érkezett, hogy vendégül láthatóak, itt Magyarországon, a délvidéken több településre is elmennek, nem csak itt hozzánk Újpetrére, és hát rögtön lecsaptam a lehetőségre, mint a német önkormányzat vezetője, és el is fogadták a meghívásunkat. Nagyon ösztönző volt számukra az, hogy itt közös összefogásban fog zajlani a rendezvény. Das Leipziger Orchester hat für seine Konzerte in Ungarn ein buntes Repertoire zusammengestellt. Sie versuchen neben älteren, traditionellen Stücken auch moderne Stücke zu spielen, sodass sie ein Konzert für alle Altersgruppen anbieten können. Wir kommen aus Leipzig und Umgebung, sind ungefähr 80 Musiker und spielen ein Rock- und Pop-Programm unterschiedlichsten Charakteristiken und sind zur Konzertreise nach Ungarn gekommen, spielen 5 Konzerte und haben sowohl Popmusik, Rockmusik, aber haben auch klassische Volkslieder aus Ungarn mitgebracht. Wir haben sowohl moderne Lieder mitgebracht, die im Radio laufen, wir haben aber auch Rockmusik,
Wir haben viele Tänze mitgebracht, zwei ungarische Volkslieder dabei und so ein bisschen Eurovision Song Contest Musik. Ich finde, die Musiker zum einen haben Spaß, lernen die ungarische Kultur kennen, sie kommen mal raus, sie können zeigen, was sie gelernt haben über die vielen Jahre. Es sind ja alles Schüler, junge Musiker von 14 bis 40 Jahre, die da mitwirken, aber auch für die Menschen in der Umgebung, dass es einen Konzertort gibt, dass sie die Möglichkeit haben, ein tolles Konzert von anderthalb Stunden zu erleben und dass sie einfach eine tolle Musik, eine tolle Zeit haben. Das Orchester setzt sich aus fast 100 Musikern zusammen. Für ein komplettes Konzerterlebnis verfügt die Band auch über einen Chor und ein Schlagzeugensemble. Bei dem Konzert in Ratsbeter wurden sie von einer Gitarre begleitet. Neben den Konzerten bietet die Deutsche Selbstverwaltung in Ratsbeter eine breite Palette weiterer Aktivitäten an. Nagyon sok programunk van az évben, ezt azért így elmondhatom, hogy kiemelkedőnek számítunk itt a térségben. Főként együttműködésben tartjuk a rendezvényeinket a helyi civil szervezetekkel, az Ifjúsági Egyesülettel és a Hagyományőrző Egyesülettel. Az év eleje az inkább az Ifjúsági Egyesület javára dől, ha így mondhatom. Húsvétoló rendezvényünk van, gyereknapunk van, és ez mind közösen. Ami még egy nagyon fontos pontja ezeknek a dolgoknak, hogy a cigány nemzetiségi önkormányzat is mindig kiveszi a részét ezeken a rendezvényeken. Az év második felében fúvószenekari találkozóval készülünk, szeptemberben. Tavaly volt az első, nagyon nagy sikerrel, 3-4 fúvószenekar mutatja itt meg magát nálunk akkor a színpadon, és hát a közönség létszámát csak becsülni tudjuk, de 400 fő körül jártunk tavaly, úgyhogy bízunk benne, hogy idén is szép számban lesz érdeklődő. Amit még fontosnak tartok, azok a karácsonyi rendezvényeink. Adventi rendezvény sorozatunk van, ami minden advent hétvégét érint. Ez szintén összefogásban mondható, a Rózsafűzér Társulaton át, az Ifjúsági Egyesületig, a Hagyományőrző Egyesületig, mindenki kicsit megmutathatja magát minden oldaláról, saját oldaláról főként, és hát ennek az összefogója a német önkormányzat és a cigány nemzetiségi önkormányzat. Die Einbeziehung von Jugendlichen in der Nationalitätenprogramme ist keine leichte Aufgabe. Brigitte Regert, Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltung in Ratsbeter, ist der Meinung, dass es an den Verantwortlichen liegt. Én úgy gondolom, hogy ez nekünk vezetőknek a kezében van. Ezt muszáj egy kicsit, nem is azt mondom, hogy erőltetni, de megismertetni, és mindig napi szinten tartani, hogy ez mennyire fontos, hogy honnan származunk, honnan indultunk, hogy mi alakította ki azt a kultúrát, ami itt Újpestén is megmutatja magát. És ebben nagyon nagy segítség az Ifjúsági Egyesület, illetve a Hagyományőrző Egyesület, ahol ifjúsági fúvószenekar és tánccsoport is működik a mai napig. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a fiatalok megismerhetik ezt a kultúrát, megkedvelhetik és kivehetik a részüket a közös munkában. Traditionelle Programme sind ein wichtiger Beitrag zum kulturellen Leben des Dorfes. Sie bringen die Gemeinschaft wirklich zusammen, daher versuchen sie, so viele Projekte wie möglich zu organisieren. Mindenképp fontosak. Egy ilyen koncert jobban megmozgatja a lakosságot. Egy ilyen harmonika együttes, vagy akár egy fúvószenekari találkozó mindig minden korosztályt érinthet. A kicsitől, a nagyig, a szülőkön át, a nyugdíjas nagymamáig, nagypapáig, és ez fontos, hogy összekovácsolja a közösséget. Das Programm war das Erlebnis der gemeinsamen Arbeit von 6 Gemeinden, Ratsbeter, Devecs, Kassa, Balkan, Vakan und Ivan Botjan. Es ist ein Beweis dafür, wie groß die Rolle der Zusammenarbeit ist. Die Organisatoren hoffen, in der nahen Zukunft ähnliche Veranstaltungen organisieren zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.